Taylor Lautner sieht immer noch richtig heiß aus, obwohl die Twilight-Filme nun alle abgedreht sind. Er dreht derzeit einen neuen Film, aber darin muss er sich gar nicht halbnackt zeigen. Wir sind deshalb richtig glücklich, wenigstens ein bisschen Haut von ihm zu sehen. Und er zeigte sich, als er den Film Tracers drehte. Der 21-Jährige fuhr ein Fahrrad in New York City. Er sieht fast aus wie ein richtiger Actionstar. Und er machte sogar richtige Stunts. Er sprang durch die Luft. Er wurde auch dabei gesehen, wie ihm das Make-up aufgetragen wurde. Taylor musste viel herumstehen. Er arbeitet derzeit mit der Schauspielerin Marie Avgeropoulos. Lautner ist wirklich nicht alleine. Er wurde umkreist von vielen Leuten. Wir freuen uns wirklich, dass Taylor so aktiv ist und dass er sich vor uns zeigt.